Jo, servus Freunde, begrüße euch wieder zu einer kleinen Tipps und Tricks Serie. Diesmal wirklich nur eine Kleinigkeit. Und zwar, es geht darum, viele haben ja diesen Avenue Pot Stand. Viele haben sich dann auch den Avenue Bretter dazu gekauft, alles aus Titan. Der Brenner ist zweireihig, passt da wunderbar dazu, ist ja auch für das ausgelegt, Halter drin dann. Super, setzt man dann oben auf und kann dann oben kochen. Ich habe ja mal ein Video verlinkt, wie das ausschaut, wenn man da Pfandl drauf verwendet, kann ich euch gern da oben verlinken. So, jetzt sind aber etliche, die sagen, ja, der Brenner ist super, alles Leihwand, aber jetzt bin ich unterwegs, was mache ich mit dem Rest, was da drin ist? Jedes Mal ausbrennen lassen. Ja, es gibt halt ein paar Sparfuchs, verstehe ich auch. Mir war es im Prinzip wurscht. Ich bin auf keine längeren Touren, aber wenn man auf längere Touren ist, muss man sich seinen Sprit natürlich einteilen. In dem Sinn, Spiritus oder Bioethanol oder sonstige Brennstoffe. Dadurch haben wir mal was überlegt und haben mir gedacht, ja, der Trank, der passt ja da nicht ganz rein, weil der sitzt dann, wie man sehen kann, da oben auf. Ich mache dann eh noch mal ein paar Bügeln aus der Nähe, dass man das genau sieht. Und dann ist mir eigentlich was eingefallen, weil vom Durchmesser her sind ja die fast ident. Der Drange ist ja nur ein bisschen dicker und hat aber da das Randl da oben. So, was habe ich jetzt gemacht? Wir haben ja da diese Bauerplatte dabei. Die rast ja da eigentlich auch wunderschön ein, dass es eigentlich da super herin liegt. Und die ist ja auch nichts anderes, die hat da Ausnehmungen, dass sie eigentlich in die Schlitze reinpasst, also in die Nasen quasi. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich bin jetzt hergegangen, habe die Platten genommen, habe den Drang hier drauf gestellt und habe mir von unten, dort wo die Schlitze sind, am Drang hier auf der Nasen anzeichnet, wo Schlitz hingehörten. Das habe ich gemacht mit einem Filzstift, habe ein bisschen reingefällt, sieht man da. Ich zeige euch das dann auf Bügel noch genauer, dann sieht man das ein bisschen besser. Und siehe da, der Drang hier passt plötzlich da rein. Wenn der natürlich offen ist, haben wir in etwa dieselbe Brennerhöhe wie der normale. Also da ist fast kein Unterschied und passt jetzt perfekt einer. Und der Vorteil ist, man kann ihn verschließen und kann damit somit sein Spiritus, Bioethanol oder sonst was immer da drin super transportieren. Und er passt aber trotzdem da rein und man kann das wirklich super verwenden. Man braucht sich keine Sorgen machen, wie viel Sprit habe ich mit, geht sich das aus. Wie gesagt, von der Brennerhöhe sind wir komplett ident. Und von daher sind das drei kleine Schnitterl mit der Föhe, mit der Sagel, wurscht was. Eisensagel, blau, geht sich aus. Müsst ihr ein bisschen probieren. Es sollte ein bisschen ein Spiel haben, das leichter reinrutscht. Also in dem Sinn. Aber es bringt das schon zusammen, sage ich einmal. Ja, dann seht ihr da herum ein Ranger Band, alter Schmäh von mir. Wenn sie einen heißen Drang hier mit dem Deckel zumacht, ich habe jetzt nur meinen Ohrring heraus, den habe ich schon mal verloren. Wurscht. Wenn sie den zumacht, weil ihr ihn transportieren wollt und der kühlt an, na dann versucht ihr den einmal zum Aufmachen. Das schafft es nicht. Es rutscht mit den Händen da ein Ranger Band. Das macht es denn mit drei Fingern auf, kann ich euch garantieren. Habe ich schon oft nur probiert, funktioniert tadellos. Probiert es einfach einmal. Wer Ranger Band nicht weiß, was das ist, ist von einem Vorradlschlauch in Strafen runtergeschnitten, ist wie ein Gummiringerl, nur kann ich mir die Braten zuschneiden, wie ich es brauche. Habe ich eigentlich bei allen Sachen drauf, habe ich auch, einen Moment, sogar auf mein Brennerdosel drauf, vom X-Boil, ich kann das alles super einfach aufschrauben, nasse Finger, ich rutsche nicht durch, das halt,
Pipi feinst. Ja, Freunde, das war nur eine Kleinigkeit, falls wer sowas will, oder er will sich den noch kaufen, will aber nicht extra den Brenner, weil die sind ja einzeln und ja auch nicht so billig, dass die da anzeigst. Und ein Drange oder ein Speed-Brenner hat ja jeder daheim. Wurscht, ob da jetzt Drange draufsteht oder Speed, die sind komplett baugleich, das ist wurscht. Und von daher